Das klingt sehr vielversprechend und man muss es natürlich wie immer, wie jedes Piece of Gear, erstmal gut testen und schauen, ob sich das, was man damit machen kann, auch im täglichen Leben sozusagen reproduzieren lässt. Beziehungsweise ob es eben Dinge macht, die man für Masters auch außerhalb des Studios gebrauchen kann.